Servus, liebe Vorort-User. Mit dem Felix Weber begrüßen wir heute den Vizekapitän der zweiten Mannschaft von den Löwen. Ja, erst einmal, der Felix ist gestern 21 Jahre alt geworden. Dafür herzlichen Glückwunsch vom Vorort-Team. Danke. Wie hast du denn deinen Geburtstag gefeiert oder was war los bei dir? Ich habe zweimal Training gehabt. Ach so, super. 10 und 15 Uhr. Und dann bin ich mit dem Kai Fritz, der Torwart von uns, heim nach Ullstadt gefahren und dann Family. Ach, Papa hat was gekocht und ja. Super, super. Ja, da sind wir eh schon beim Punkt. Hast du es angesprochen, bist nach Ullstadt gefahren. Ja. Ist ja dein Heimatdorf und man sieht dich nach wie vor trotz deinem selber sehr vollgepackten Terminkalender immer wieder bei Heimspielen vom SV Ullstadt am Sonntag auf Fußballplatz. Wie wichtig ist für dich die Familie und auch die Verbindung zu deinen Freunden im Heimatdorf? Sehr wichtig. Ich fahre immer, sobald es möglich ist, fahre ich immer heim. Klar, Kumpels sind alle daheim, weil die spielen. Kumpels spielen Fußball, die anderen, die nicht spielen, schauen zu. Family ist da. Ja, super. Eigentlich immer, wenn ich daheim bin, bin ich da am Sportplatz. Und, ja, cool, cool. Also schön, dass du immer nur die Verbindung so aufrechterhältst. Ja. Aber nichtsdestotrotz bist du jetzt wieder voll im Trainingsstress. Rückrundenvorbereitung ist im vollen Gange. Ja. Euer Coach, der Dani Birovka, der hat ja, sag ich mal, den Ruf, ein ziemlich harter Hund zu sein. Wie schaut es denn bis jetzt aus? Spürst du schon ersten Muskelkater? Ja, doch. Ein paar Muskelkater sind schon dabei, aber das ist ganz normal in Vorbereitung. Gehört dazu. Wir haben uns angefangen am 11. Januar mit dem Laktattest und lasse ein paar Willenstrainingseiten dabei, sage ich jetzt mal, aber gehört dazu. Muss durch, oder? Ja, das schafft es ja. Super. Klar. Ja, bei euch in der Vorbereitung steht dieses Jahr ein echtes Highlight auf dem Programm. Ihr fliegt, glaube ich, am 31. Januar, fliegt ja für über 3 Wochen nach Indien zum Vorbereitungsturnier. Ja. Ja, wo uns da, soweit wir jetzt in Erfahrung gebracht haben, in einem 5-Sterne-Hotel und hat es da echt lukrative Gegner. Gibt Schlechteres, oder? Das stimmt, ja. Und vor allem, wenn wir jetzt die Vorbereitung soweit auf dem Kunstrasen, ist natürlich nicht so das Optimale. Natürlich freuen wir uns dann auch 30 Grad und Rasen, ja. Ja, nicht schlecht. Ja. Wie schaut es aus? Warst du schon mal irgendwie in Indien oder in dem Raum? Oder ist das für dich eine ganz neue Erfahrung? Ich war einmal mit der Bayern-Auswahl in der 14 oder sowas in Mosambik in Afrika, aber sonst nie weiter weg, nie aus Europa raus. Ja, cool, dann hast du da, denke ich, eine große Erfahrung, die dir bevorsteht. Gibt es irgendwas, wo du dich schon besonders drauf freust jetzt in Indien oder lass das mal auf dich zukommen? Lass dich auf mich zukommen. Scharf essen sollte man können. Ja, da hast recht, ja. Ja, du, am 27. Februar geht es dann, glaube ich, los gegen Fürth. Ist oberbayerisch-fränkisches Derby angesagt. Mal bis jetzt nach der Hinrunde steht es ja mit 27 Punkten auf Platz 8. Seid ihr da, würde ich jetzt mal behaupten, ein bisschen im Niemandsland der Tabelle. Was sind jetzt die Ziele nur für die restliche Saison? Ja, natürlich die Restrunde besser gestalten wir jetzt die Hinrunde. War jetzt nicht so das Optimale und ja, so viele Siege wie möglich einfach. Okay, also seid ihr da deiner Meinung nach schon ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben? Ja, doch, auf jeden Fall. Okay. Ja, dann ist jetzt gestern eine Meldung reinbekommen, die für dich bestimmt auch sehr interessant war. Vielleicht warst du auch schon ein bisschen früher, aber jetzt ist es offiziell, dass der Emanuel Taffertshofer eine wichtige Stütze eurer Mannschaft und ein langjähriger Weggefährte von dir jetzt die Löwen verlässt und bei den Würzburger Kickers in der 3. Liga sein Glück versucht. Wie denkst du, werdet ihr das als Mannschaft verkraften, dass schon ein Führungsspieler jetzt weg ist und was hältst du persönlich vom Weg, den dein Kumpel jetzt einschlägt? Also, der Manuel fehlt uns schon sehr, sage ich jetzt mal. Müssen wir schauen, wie wir das machen, aber das kriegen wir schon hin. Und ja, persönlich habe ich jetzt 11 Jahre mit ihm zusammengespielt. Immer rein und raus gefahren, er wohnt bei mir auch im Dorf und jetzt seit 3 Jahren wohnen wir in München. So ein Zimmerpartner. Und ja, ist schon komisch, wenn er dann immer da ist, aber der macht es schon, ist das richtige Weg, finde ich. Und er setzt sich da auf jeden Fall durch in der 3. Liga. Ja, also wünscht ihm nur das Beste jetzt wahrscheinlich. Na klar, ja. Ja, super. Gut, dann kommen wir ein bisschen zu dir persönlich und zu deiner Entwicklung. Bist jetzt, eben wie wir es vorher schon angesprochen haben, der Vizekapitän und bist der absolute Stammspieler in der Regionalliga Bayern, weil ich in der Mannschaft. Allerdings, bei der ersten Mannschaft hat es jetzt bislang eigentlich nur zu Testspieleinsätzen gereicht und
ja, sagen wir mal, da gerät die Weiterentwicklung vielleicht ein bisschen in Stocken, wenn man das so sagen kann. Was denkst du persönlich, woran es liegt, dass du bis jetzt noch nicht so zum Zug kommst in der ersten? Puh. Ich glaube ja an der Gesamtsituation stehen wir doch weiter hinten, kann man so Ja, klar. sagen. Und ja, dass wir da jetzt nicht so einen Jungen reinwerfen, denke ich mal, daran Okay. scheitert. Ja, und wenn du jetzt ja schon mal ein bisschen in die Zukunft blickst, denkst du, ist für dich nach wie vor der Weg nach oben offen zu den Profis? Oder machst du dir vielleicht auch schon Gedanken darüber, dass, ja, vielleicht, falls es bei den Löwen doch nicht klappen sollte, dass dann doch mal dich auch vielleicht veränderst Ja, und anders siehst? also am liebsten wäre es mir natürlich bei den Löwenprofis zu werden, aber wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Gibt da noch andere Wege und ja. Okay, also bist du jetzt auch nicht, sag ich mal, darauf versteift, dass du sagst, 100% bei den Löwen, sondern wenn es sein Es wäre mir am muss, liebsten, ja, ja. aber wenn es sein muss, dann muss ich gehen. Okay, also ist für dich jetzt auch ganz klar, der Weg, Profifußballer zu werden, bleibt Ja, bestehen klar. und hast jetzt auch momentan keinen Plan B auf Lager oder bist du da auch schon am Nee, Überlegen? nee. Also Fußballer tue ich und Super, ja. Bürokaufmann-Ausbildung habe ich schon gemacht. Also ein bisschen was habe ich in der Tasche. Ja, dann bist du da in der Hinsicht eh abgesichert. Ja. Ja, du, Felix, das war's dann soweit eigentlich auch schon wieder. Dann wünscht man dir vom Vorort hin natürlich viel Glück und ja, viel Erfolg jetzt auch für die Rückrunde. Und wir hoffen es natürlich auch alle, dass der Felix den Weg auch bei den Löwen macht und da zum Profi wird. Wenn nicht, dann schaffst du es bestimmt woanders und dann werden wir dich nur des Öfteren sehen, gell? Vielen Felix, Dank. ja, gern, schön, dass du da warst. Mach's Gerne. gut. Ja, ciao.